Hallo zusammen. Heute möchte ich euch gerne einen ganz einfachen Adventskranz zeigen, den ihr selber machen könnt. Dazu brauchen wir eine Strohunterlage, ein bisschen gemischtes Grün. Hier habe ich Taxus und Soeoniferus gewählt. Ihr braucht Kerzen dazu, einen natürlichen Schmuck, ein bisschen Äpfel, Zapfen, Wickeldraht und Schere. Das ist heute unser Material zum Arbeiten. Ich lege meinen Wickeldraht an. Für die Zimmerkränze benutze ich immer diesen grün lackierten Draht. Dann gibt es keine Rostflecken auf der Decke. Schön verzwirbeln, dass es ganz fest ist. Und jetzt schneide ich mein Reisig ein bisschen ungefähr in dieser Länge hier. Ich habe mich für dieses gemischte Grün entschieden. Das ist ganz schön zusammen, so ein bisschen Blaugrün und Gelbgrün zusammen. Und das wickele ich dann ganz eng um diesen Strohrömer. Zweig für Zweig. Taxus, der hat so schöne Spitzen. Und so legt ihr die Zweige an, bis ihr praktisch ganz rum seid mit dem Grün. Jetzt kommen wir mal zum Endpunkt. Das ist immer ein bisschen schwierig, auch bei den Adventskränzen. Aber das schafft ihr. Da habt ihr ja jetzt schon ein bisschen Übung da drin. Büschel mache ich jetzt etwas kürzer, damit ich die schön auch drunter legen kann, unter diese Anfangszweige. Wenn einer zu lang ist, einfach mal das ein Stück abschneiden. Wenn da ein Fruchtstand am Taxus ist, den mache ich gleich weg, dass der nicht unsere Tischdecke beschmutzt. Und er ist natürlich auch giftig, also lieber wegnehmen dann. Den Wickeldraht führe ich jetzt hier um das letzte Büschel rum, schneide ihn dann ab und setze das Ende wieder zurück in die Bindestelle und kann dann praktisch meine schönen Zweige einfach so darüber machen, dass unser Kranz dann auch schön rund bleibt. Jetzt zeige ich euch, wie man die Kerzen anbratet für so einen Kranz. Ich benutze dazu einen Draht, zwar einen stärkeren Draht, und spieße den praktisch da unten rein in den Boden der Kerze und schiebe nochmal mit der Flachzange nach und schneide dann so viel ab,
Und ich mache der Kerze zwei solche Drahtbeile, damit die auch einen stabilen Stand hat. Seht ihr? So ist die dann ganz fest nachher auf dem Kranz. Jetzt befestige ich die Kerzen auf dem Kranz. Ihr seht ja, die zwei Spießer hängen da unten raus und dann kann ich das so richtig fest reindrücken. Und zwar mache ich das jetzt so gegenüberliegend, dass ich auch den gleichen Abstand habe. Drehe dann meinen Kranz. Jetzt habe ich hier die Naturzapfen gewählt, die drahte ich an und mache so eine kleine Gabel praktisch mit dem Draht. Und stecke die auch einfach in den Strohreifen. Ich habe jetzt unterschiedliche Zapfen gewählt. Das sind die von der Blaufichte. Wir sagen ja zwar immer Blautanne dazu, aber es ist eine Fichte und sie hat so schöne helle Zapfen. Das ist auch eine Fichte hier, so eine kleine. Aber es sind ja viele verschiedene Zapfen auf dem Markt oder ihr könnt die natürlich auch sammeln. Das ist noch besser, wenn man das selber sammelt. Man kann auch ganz unterschiedliche Zapfen drauf machen, also geht auch mit Schwarzkiefer und sowas. Jetzt habe ich hier die kleinen Äpfelchen, da nehme ich Zahnstocher dazu, setze die da unten an. Es ist natürlich leider mit den Zahnstochern oder auch mit Draht, wenn ihr das ansticht, dann faulen die Äpfelchen irgendwann mal, dann müsst ihr die austauschen. Aber das ist jetzt kein so großer Akt, das kann man sehr gut. Also gerade mit so einem Holzspieß geht es nicht ganz so schnell mit dem Faulen. Nochmal nachsetzen bei den Kerzen, ob die auch gerade sind. Das ist jetzt ein ganz schlichter, einfacher Kranz, den ihr gut nacharbeiten könnt. Natürlich kann man auch aufwendigere Sachen machen. Aber so diese schlichte, einfache Form ist auch sehr, sehr schön. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.